Guten Morgen, meine lieben Freunde. Jetzt ist es soweit, ihr alle fährt erstmal in Urlaub. Ja, ich habe mir überlegt, wenn mir langweilig ist, mache ich halt ab und zu mal ein paar Videos. Kurz zum Reisestatus. Von hier geht es jetzt nach Tegel. Von Tegel fliegen wir erstmal nach Istanbul zum neuen Flughafen. Für uns auch eine Premiere, das erste Mal. Und von dort aus geht es dann weiter nach Antakya, Hatay. Da bin ich geboren worden. Da lebt auch der Rest meiner Familie. Jetzt seid aber gespannt, wir sind auf dem Weg gleich nach Tegel. Viel Spaß bei meinem Vlog. Ich glaube, das ist die siebte. Mal schauen, wie lang das wird. Also, komm mit. So, meine lieben Freunde, jetzt hat uns mein Nachbar ist es sogar, Taxifahrer hat uns abgeholt. Jetzt fahren wir Richtung Tegel. Wir sehen uns in Tegel wieder. So, wir sind jetzt angekommen am Flughafen. Das ist mein Nachbar hier, der uns hergefahren hat. Also 11.15 Uhr soll unser Flieger gehen Richtung Istanbul. Und da ist mein Neffe, oder Alper, der ist so groß, ich kann gar nicht hinhalten. Jetzt alles abgegeben, Koffer sind drin. Jetzt zeige ich euch erstmal, was wir gerade verpasst haben. Ja? Also wir sind echt relativ früh hier gewesen. Und ich zeige euch jetzt gleich mal die Schlange, wie weit das hier ist. Also, guck mal. Und hier hört sie dann auf. Also eine riesen Schlange hier vor dem Check-in nach Istanbul. Eine Abfertigung. Also ihr müsst euch vorstellen, fast einen Kilometer. So sieht es aber immer aus, jedes Jahr. Boarding Time. Den Promi-Catcher habe ich hier von hier bei mir. Wieder im Tegel, der junge Mann arbeitet hier. Jetzt kommt unser Busverkörper zu sich umfahren. Vorne rein. Ein riesen Vieh hier hinter mir. Ja, wir werden euch gleich zeigen, was da drin los ist. Guckt euch das an. Das ist riesig, das Ding. Jetzt sind wir am Flieger, ein riesen Ding. Also wir sind hier im Airbus 330. Sieht gut aus. So, also wir sind gelandet. Ich glaube 15.13 Uhr oder 15.10 Uhr oder irgendwie sowas. Und jetzt ist 15.32 Uhr und der Bus hat uns abgeholt. Ich glaube, wir sind geschlagene 20 Minuten nach der Landung gefahren, überhaupt um an unser Gate zu kommen. Das ist ja Wahnsinn, so riesig wie das Teil ist. Ich weiß nicht, ob das so viel Spaß macht, hier zu landen und dann noch eine halbe Stunde wie in einer Taxe mit dem Flugzeug über die Rollbahn zu fahren. Ich weiß nicht, ich glaube, für mich ist das nichts. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie weit die sind da jetzt mit ihren Check-in-Sachen. Wir müssen ja noch weiterfliegen. Gucken wir mal, wo wir hin müssen und wie lange es dauert. Wenn es zu lange dauert, biete ich mir halt mal. So, wir sind jetzt angekommen, größten Flughafen der Welt, in Istanbul, im Istanbul Airport. Jetzt sind wir bei den Arrivals, fahren jetzt hoch die Rolltreppe und dann werden wir mal sehen, wie gut alles ausgeschildert ist. Ja, im Flugzeug durfte ich leider nicht filmen, weder Landung noch den Start. Aus welchem Grund die das jetzt so machen? Naja, ganz komische Typen. Bir çatlar transfer diyor bak. Ha burada. Türkiye içerisi... Tamam. So, ist alles noch neu hier. Also, wie gesagt, ist riesig, ja. Und es ist wirklich auch alles ausgeschildert. Hier gibt es zum Beispiel diese Rolltreppe. Ja. Das ist jetzt der Flughafen, guckt euch das an, der Wahnsinn. Ja, hier sind so lauter so eine Rolltreppen.
Und ich hoffe, dass ich auch noch einen Duty-Free-Shop finde, dass wir zumindest da ein paar Zigaretten kochen können. So, ja, also ist echt ein schöner Flughafen, muss man so sagen, wie es ist. Und jetzt werden wir mal schauen, wo wir hin müssen. Transfer, Bagage, Visa. Visa brauchen wir nicht. So, die Lichtverhältnisse sind ein bisschen komisch, aber schon cool, ne? Oh, da, Transfer. Ich habe das Transfer. So, wir sind jetzt hier in so einem Buggy drinne und fahren jetzt hier zu unserem Gate. Wir haben diesmal echt Glück gehabt, weil es ist wohl echt ganz schön zu laufen. Mal ein kurzes Fazit nach einer kleinen Rauchpause sozusagen. Also das ist wirklich ein riesiger Flughafen, also wirklich riesig. Und ist echt wirklich nicht schön. Also was heißt nicht schön, also gefährlich. Und unser Flugzeug hat leider ein bisschen Verspätung in Richtung Hatay. Wir waren nochmal schnell in den Quarzen. Und jetzt geht's gleich weiter Richtung Hatay. Ich glaube, was haben wir boarding completed? 17.45 Uhr türkischer Zeit mit fast 40 Minuten Verspätung sind wir jetzt in den letzten Flieger eingestiegen und ich hoffe, dass wir heile ankommen. Diesmal hat keiner gemeckert, dass ich nicht filmen darf und jetzt werde ich euch die Start- und Landung gleich auch noch mal ein bisschen was in der Luft filmen und euch Hatay mal von oben zeigen. Also, weiter geht's. Lego Movie. Türkisch, oder? Çıkış işaretleri Also wir fahren jetzt seit gefühlten 8 Minuten nur auf dem auf der Startbahn. Ich sage ja, das ist so weitläufig, das ist echt nicht normal. Ich glaube kilometerlange Start- und Landebahn hier. Ich glaube aber jetzt geht's los. Hoffe ich zumindest. Oder? So, angekommen in Hatay hier, das ist der kleine Flughafen von Hatay. Mit der Maschine sind wir geflogen. Jo, weiter geht's. Schön, meine schöne Stadt hier. Sehr windig, sehr kühl. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Bis später. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt in Hatay gelandet. Es ist ein wunderbares, schönes Wetter. Jetzt mittlerweile ist dunkel, 20 Uhr durch, 2021. Mache ich heute nichts mehr. Heute reicht es. Aber das war es jetzt erstmal für den ersten Tag. Meine Reise nach Hatay endet hiermit. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte. War zwar nicht aufregendes, aber dementsprechend... ja, war es eine anstrengende Reise, 14 Stunden, einen riesen Flughafen Istanbul gesehen, wirklich ein Monstrum an Flughafen und dementsprechend reicht das auch für heute. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Video, euer Erle.